Und herzlich willkommen zurück, Sovi. Wir haben ja das Haus jetzt erweitert und deswegen haben wir jetzt ein Kinderzimmer. Wieso wir zu, aber im Kinderbett aufwachen, keine Ahnung. Und hier ist das Babybett wohl. Oha. Ich komme hier gar nicht raus. Okay. Und die Küche ist auch erweitert worden. Dann stellen wir den Tisch. Kann ich Objekte auch drehen? Also er geht nicht. MM. Ah, die andere Maustaste, okay. Stellen wir dich mal dahin. Gut. Okay. Und zwar ist jetzt geplant, hier in diesen Raum, wo auch noch komischerweise ein... den ich nicht drehen kann, drin steht. So, genauso wie ein Bild, das auch ins Kinderzimmer kann. Und ein Fenster. Das dahin kommt. Und wir haben ja auch noch Fenster hier in der Kiste. Ich hatte ja extra aus dem Grund Fenster gekauft. Schon. Das kommt. 1, 2, 3 vom Rand weg. 1, 2. So. Und hier in den Raum wollte ich jetzt die komplette Produktion reinpacken. Okay, hier, das ist auch was größer geworden. Schlafzimmer mal was mittiger. So. Gut. Das ist nämlich der Plan. Jetzt eben die nach dem Daily-Aufgaben, wie hier in dem Fall Honig ernten, das hier ernten, den ganzen Mais ernten, diese komplette Produktion nach drinnen zu verlagern. Wir fangen an mit der Maisernte hier. So. Das bringt immer wieder uns. So, die sammeln wir auch mal ein. Gesagt, das sammeln wir alles nur ein. Wir packen jetzt nichts in die. Oh geil, toller Trüffel. Okay, das liegt dann immer vor dem oder in der Nähe des Schweins. So. Wir sind ins Gewächshaus und. Brauche ich schon zwei Herzen mit der Kuh. Ich sehe nichts. Ja, und auch vielen Dank für die zahlreichen Kommentare immer. Ich lese die auf alle Fälle alle. Ich antworte halt nicht immer. Weil, wenn es ich jetzt nicht immer aus dem Kopf weiß, wie. Okay, auf. Was passiert hier? Oder hier mit den Fässern? Anscheinend gar nichts. So. Jetzt ist die Frage, was passiert mit den Kisten? Die kann ich wohl nicht abbauen, weil was drin ist. Okay. Kann ich eigentlich einen Versandbehälter selber herstellen? Mann. Nur zum Aufwärmen.
Jetzt ist die Frage, ist die Steintruhe Kochset? Verwende diese, um ein Kochlager voll zu machen, damit du auch unterwegs kochen kannst. Und wo ist eigentlich diesen komischen... Hier. Zwei Fische gleichzeitig, alles klar. Mini-Jutebau. Ey, warte, wie? Wurmeimer. Aha, cool. Hab ich gar nicht gesehen. Teebaum, Sprenkler, Schleim, Blitz, egal. So. Wow, das sah sich so groß jetzt auch von außen aus. So. Schaf. Fangen wir jetzt hier einfach an. Oha. So viel Platz haben wir hier gar nicht gedacht. Jetzt sind natürlich jetzt alle leer. Okay. So, und jetzt hier die beiden Öfen. Okay, irgendwie habe ich gedacht, hier wäre mehr Platz. Upsi. So. Goldene Mayo. So. Ja, das. Hier können wir in die. Wir hier einfach mal rein. Gut. Perfekt. Den Diamanten müssen wir wieder hier hinten reinpacken. So. Also, Alex ist gerade rein. Hi, Schatz. Küsschen. Küsschen. Ja. Supi. Es ging jetzt irgendwie schneller als gedacht. So. Ja. Wir müssen eine Regen. Dings da, Bums da, Muschel finden. So, ich würde jetzt. Ah ja, ich muss noch die Truhen umplatzieren. Wo platziere ich die denn dann hin? Ich brauche jetzt. Baue mal vier Truhen. Weil der Raum ist ja jetzt schon echt voll. Würde ich hier, glaube ich, hinmachen wollen. Ich glaube, den Kamin kann ich nicht. Okay. So, packen wir einfach mal eben da erst hin. Genauso wie wir den Teppich auch da. Okay, den Kamin hier kann man anscheinend nicht verschieben. Dann mache ich das so. So, hier hinten kommt. Ja, so. Und natürlich auch die Kiste selbst. So.
Wow, wie cool, wir hier haben wir jetzt auch so einen diesen kleinen Holzstapel für unseren Kamin. So, der ganze Rumme kommt hier wieder rein. Ich wusste gar nicht, dass man den Kamin noch anmachen kann. So. Nein, und jetzt will ich hier neben, will ich noch so einen Versandbehälter später dann stellen. Das ist irgendwie so. Wenn das überhaupt passt. Diode kann ich die Wolle, kann ich direkt noch mal in das Spinnrad packen. Können wir besser hier hinten hinpacken. So, war ich heute in der Höhle? Ich war in der Höhle. Gut. Dann noch schnell. Oh nein, der Schmied hat doch bestimmt schon wieder zu, oder? Hat er bis 18 Uhr vielleicht los, die Jode aufbrechen. Pam hat auf alle Fälle schon wieder Feierabend, die faule Sau. Der Schmied natürlich auch. Okay, dann fahren wir in den Steinbruch und clearen den mal eben. Dann müssen wir auch auf alle Fälle noch das tägliche Hartholz sammeln, weil wir brauchen ja 200 für das Schiff. Wir haben das ja erst ins Haus investiert. Wir haben eine geheime Notiz, die wir sofort mal lesen. Es ist eine Seite aus einem Tagebuch. Es gibt nur wenige ältere Junggesellen im Ort und keiner davon ist perfekt. Harvey ist sehr nervös und schwach, aber ich weiß, er wäre ein loyaler und hingebungsvoller Ehemann. Er mag Kaffee und eingelegte Gurken. Okay. Elliot ist etwas geckenhaft und melodramatisch, aber er hat ein nettes Kinn. Er mag Krabbenkuchen und Granatäpfel. Okay. Shane ist unordentlich und nicht sehr gesellig, aber ich glaube, sein grobes Äußeres ist ein Verteidigungsmechanismus, mit dem er sein wahres Ich vor der Welt. Er mag Bier, wissen wir, Pizza und Paprikapapa. Okay. Krabbenkuchen und Granatäpfel, Kaffee und eingelegte Gurken. Ja, als Arzt. Okay. Das ist doch schon wieder schön clear hier. Ja, puh. Wir könnten in die Mine. Ne, wir gehen zum Strand und suchen so eine mit Regenbogenmuscheln.
würde ich behaupten. Das ist Robin. Morgen gehen wir dann eben zu der Robin, kaufen so einen Versandbehälter. Wenn, und hoffen, dass wir die überhaupt drin platzieren können. Wir können auch mal ganz, 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 ganz schnell gucken, ob noch irgendwer Geburtstag hat. Heute. Das dürfen wir nicht, so einen Scheiß dürfen wir ja nicht, ne? Scheiße, Demetros hatte gestern Geburtstag, den haben wir vergessen. Scheiße. Und der Zwerg hat bald Geburtstag, aber wir können uns noch nicht mal mit dem unterhalten, also braucht er eigentlich auch kein Geschenk. Ja. War das wohl nicht? Das ist keine, das ist eine Auster. Hier, das sind alles. Was ist denn da oben? Also das sind eine Queen. Was ist das? Eine Herzmuschel. Geilen Stein. Koralle. Dann neunmal Koralle. Sechs. Mal goldene Koralle, ey. Nicht schlecht. Aber keine Regenbogenmuschel. Ich glaube, das müsste diese große blaue sein. Die kenne ich auf alle Fälle noch an Muscheln und das ist die einzigste, die wir jetzt nicht hatten. Weil das ist eine Auster, das war eine Herzmuschel, das ist eine Venus. Der Rest war Koralle. Der Rest war Koralle. Schade. Ja, keine Ahnung, wie ich in die Goblinhütte komme. Und ich brauche eine Sternfrucht, aber die ist am Wachsen. Okay. Könnte natürlich nochmal dahin gehen, vielleicht erzählt er mir ja irgendwas. Könnt ihr auch einfach mal, keine Ahnung, einen Käse oder so schenken? Oh, wir haben aber echt schon spät. Ich gehe nach Hause. Macht heute keinen Sinn mehr. Okay. Dann Robin, der Goblin in der nächsten Folge auf alle Fälle. Vielleicht erzählt er uns ja was. Oder wir können ihm wirklich mal random was schenken. Vielleicht müssen wir uns ja wirklich. Ach. Die Verkaufskiste. Die nicht. Die eigentlich auch nicht. Und jetzt wäre praktisch hier dran gehen, reinschmeißen, ist weg. Weil jetzt muss ich halt nochmal, oh, wir haben schon 23 Uhr, ist schon wieder so spät. So ein Tag ist ja echt nix manchmal. Ja. Ja, jetzt schnell ins Bett. Sechs, stimmt, der trifft übrigens 600 Gold, 11.000 Münzen. Nicht schlecht. Gut, jetzt schlafe ich auch im richtigen, bin ich im richtigen Bett aufgewacht. Und wir hoffen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.